Inspelen op de individuele behoeften van de koe is winstgevend melken. Effektives Arbeiten mit den Robotern ermöglicht uns eine intensivere, bessere Kälberaufzucht. Arbeitsgemak und Arbeitsbesparing, da dreht es um. Melkeroboter sind mit zu schaffen den guten Arbeitsplatz und deshalb haben wir auch den besten Arbeitskraft im Landbruch. Durch den Roboter kann ich viel mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Den gode ko i en automatisk mælkesystem er koen, man ikke ser. The cows just walk in straight. They never look or hesitate. They just walk right in. Das leisere Laufen der Maschine macht den Roboter für die Kühe noch mal interessanter. Also sie sind wesentlich neugieriger noch, als sie vorher auch schon waren. Das Anmelken der Fersen geht wesentlich leichter. Das sind für mich die ersten Vorteile, die ich erkennen kann. Was wir misschien nicht so schnell verwacht hadden, ist, dass je merkt, hoeveel rust er in de stal heerst en hoeveel rust er onder de koeien. En dat ze echt hun eigen ritme beginnen te vinden in het melken met de robot en het lopen op de robot. À l'époque, nous avions déjà un troupeau qui était généralement assez calme. Et depuis qu'on a la conduite libre avec les robots, notre troupeau est encore plus calme. First-time heifers much prefer this robot over the A3s as far as walking in and training. Everything has gotten much simpler for us. Das sind Menschen, die sich in den Kuhkopf versetzt haben, die das umgesetzt haben. Een goede melkrobot kan door iedereen bediend worden. Der Bildschirm, der beim Anmelken zu sehen ist, also es ist wesentlich einfacher. Und es ist immer wieder beeindruckend, wie er die Kühe dann findet und wie ruhig die, selbst die Fersen beim Anmelken sind. Het bedienen van de melkrobot is mij wel meegevallen. En ik denk dat ik stapsgewijs dat allemaal wel aan mijn hoofd krijg. The A5 robot has very much ease of maintenance. It's very easy to get to, it's very easy to find problems if they are there. Driftstabilitet ved robotmalkning er et af de vigtigste parametre. Den største forskel fra A3 til A5 er, at armen er markant hurtigere, hurtigere påsætning, mindre elforbrug, derved mindre energiforbrug, og det ser vi som en stor fordel. We chose for Lily robots this time around again, strictly based on reliability. Der er ingen tvivl om, at hvad kan vi sige, selve driften af robotten, altså hastigheden, den påsætter. Alle funktioner er ekstremt godt, kører ekstremt hurtigt og meget driftstabil. Grâce à mon robot A5, j'ai pu augmenter la productivité de mes vaches. From what we've seen so far about the Lely Astronaut A5, is it really is a new milestone in milking.